Dalibus jetzt auch in Fürstenwalde. In Fürstenwalde werden künftig solche Dalibusse eingesetzt, um die massiven Probleme im Busverkehr in den Griff zu bekommen. Wir haben da zu viele Probleme in einem Punkt zusammenlaufen lassen. Das war einmal der Fahrplanwechsel. Dann haben wir einen massiven Fachkräftemangel, auch gerade bei Fahrpersonal im BOS. Und dann haben wir einen irren Kostendruck, nicht? Und eine Krankheitswelle hat uns eben auch noch erreicht. Drei Notfallfahrpläne mussten aufgestellt, Linien gekürzt oder sogar eingestellt werden. Hier gab es einen dringenden Handlungsbedarf. Mit dem Dalibus hat man in Bad Saarow und Storkow gute Erfahrungen gemacht. Also hier funktioniert das per App normalerweise, dass man die Dali-App runterlädt und dann kann man sich ein Fahrzeug buchen. Das heißt wirklich nach Bedarf. Ja, das heißt, ich will vielleicht jetzt direkt losfahren, kann dann in der App nachschauen, wann das nächste Fahrzeug verfügbar ist. Und die App sagt mir dann, wo das Fahrzeug hält, also an welcher Bushaltestelle innerhalb des Stadtgebietes. Genau, und dann kann ich mir das buchen. Ausdrücklich wurde betont, dass der Dalibus keine Konkurrenz zu den Taxis sein soll. Die Taxifahrer sehen natürlich, dass es da unter Umständen Überschneidungsbereiche gibt, wo ihnen auch das Geschäft weggenommen wird. Das wird aber gewährleistet, dass das nicht der Fall sein wird. Insofern haben wir für eine klare Abgrenzung zu sorgen. Wir werden also nicht, wie das beim Taxi der Fall ist, die Fahrgäste von zu Hause abholen, sondern wir werden nur Haltestellen anfahren. Das Projekt ist erstmal bis Ende April geplant. Der Dali Fürstenwalde Spree fährt montags bis freitags zwischen 5 und 23 Uhr und an Wochenenden und Feiertagen von 8 bis 22 Uhr zwischen allen Haltestellen im Stadtgebiet von Fürstenwalde. Man kann mit seinem normalen Ticket fahren, es wird aber ein Komfortzuschlag von 1 Euro berechnet.